Das folgende Video wird präsentiert von Firma.de, dein Partner Nummer 1 für erfolgreiche Firmengründungen. Auf dem Firma.de Marktplatz bekommst du für deine Firma alles aus einer Hand. Hier kannst du dein Gründungspaket und weitere Bausteine wie Buchhaltung einfach online buchen und schnell durchstarten. Um mich ein bisschen vorzustellen, weil das relevant für die Diskussion ist, ich bin lebenslang Unternehmer gewesen. Ich habe noch nie angestellt gearbeitet. In den Behörden der Deutschen Einheit, ich komme aus den neuen Bundesländern, habe ich mich für eine unternehmerische Karriere entschieden. Das war auch so ein bisschen eine wirtschaftliche Zwangslage. Es war übrigens nicht das Beste, es hat mir Spaß gemacht. Ich bin dann nicht mehr zum Physikstudium gegangen und es ist Geschichte. Gegen 1993, 1994 haben wir uns mit etwas beschäftigt, was später E-Commerce genannt wurde. Wir hatten sozusagen den ersten Prototyp eines Systems, mit dem man im Internet was verkaufen könnte. Jeder von Ihnen bestellt heute wahrscheinlich im Internet. Insofern ist das jetzt ein wichtiger Teil des Retails. Die Firma, die wir damals gegründet haben, haben wir als erste Softwarefirma Venture Capital finanziert. Da gab es die Technologie Holding, die damit auch das erste Software-Investment machte. Wir haben damals das Glück gehabt, einen amerikanischen Investor mit reinzubekommen, konnten ins Silicon Valley gehen und dort das Headquarter hinbauen, weil etwas anderes stand damals schlichtweg nicht zur Verfügung. Und 1998 war die Firma so weit, dass sie unter den damaligen Bedingungen an die Nasdaq gehen konnte. Da gab es aber auch den neuen Markt. Die Nasdaq hatte eine Schwächephase für etwa 6 Monate und der Aufsichtsrat und die Investoren mit mir zusammen, wir haben entschieden, okay, dann gehen wir an den neuen Markt. So ist aus einer deutschen Firma, die eine amerikanische wurde, wieder eine deutsche geworden, die dann in Deutschland in den neuen Markt gegangen ist. Und den Rest kennen Sie sicherlich. Wir haben, wie alle anderen, in dem E-Commerce-Segment damals einen Höhenflug erlebt und haben nach 2000 natürlich auch die Scherben einsammeln müssen, denn die Blase der Internet-Euphorie war geplatzt. In unserem speziellen Segment E-Commerce haben wir damals eine Software hergestellt, die man praktisch im Unternehmen installiert und damit betreiben große Unternehmen wie Otto zum Beispiel heute noch ihre E-Commerce-Plattform. Später bin ich darauf gekommen, dass das Platzen der Blase nicht das einzige Problem war, sondern dass die Geschäftsmodelle für Software sich ändern und hatte eine neue Idee, die ich sozusagen als neues Unternehmen umsetzen wollte, weil ich der Meinung war, dass man das nicht in derselben Firma tun kann. Diese Firma heißt Demandware. Wir haben sie in 2004 gegründet in Boston. Ich habe mir damals bewusst gleich die Standortfrage und verschiedene andere Dinge so hingelegt, dass sie später einem IPO nicht im Wege stehen. Die Firma hat sich sehr gut entwickelt. Ich bin mittlerweile nicht mehr der Geschäftsführer. Ich habe dort ein sehr gutes Team. Ich bin der Aufsichtsratsvorsitzende. Aber ja, wir sind 2012 in die Börse gegangen mit 16 Euro und jetzt ist die Aktie, glaube ich, so ungefähr bei 65 Euro. Marktkapitalisierung ist nicht ganz so wie bei Facebook, aber 2,3 Milliarden ist auch nicht schlecht. Dollar. Und also hier kann man sehen, man kann schon gezielt, wenn man eine Idee hat, über die Verfahren verfügt, über Venture-Kapital-Zugang, was in den USA natürlich gegeben war, auch systematisch solche Firmen aufbauen, die in einem speziellen Segment sehr erfolgreich sind und weltweit dominieren. Ja, jetzt möchte ich ein bisschen über den IPO selbst sprechen. Also ein IPO ist kein Exit. Das ist zwar wie die Exit-Con, aber ich möchte es nochmal klarstellen. Ein IPO ist eine Situation, wo alle kommen und gehen können, weil sie wollen, vorausgesetzt sie folgen den Regeln. Ja. Was tut ein IPO eigentlich? Vor allem schafft er Unabhängigkeit für das Unternehmen und ermöglicht dem Unternehmen mit frischem Kapital in einer ganz anderen Größenordnung weiter zu wachsen, andere Unternehmen zu übernehmen, was wieder M&A-Liquidität für den gesamten Markt schafft. Es schafft Liquidität für die Frühphaseninvestoren, wobei ich sagen würde, die Schlauen bleiben drin, denn ein Großteil des Wertes wird erst nach dem IPO geschaffen. Also die Steigerung, die wir oder andere Unternehmen, was die Wertschöpfung angeht, in den Jahren nach dem IPO geschaffen haben, ist sehr viel höher in der kurzen Zeit als vorher. Das darf man nicht vergessen. Deswegen ist es kein Exit. Da werden auch die Mehrzahl der Mitarbeiter übrigens eingestellt, wenn wir von Arbeitsplätzen reden. M&A
Hatte ich bereits erwähnt, wichtig, man kann auch durch Akquisitionen wachsen, was aber auch wiederum wichtig ist für kleine Unternehmen, die vielleicht nicht so eine große Nische haben, dass sie damit an die Börse gehen können und für deren Investoren. Und selbstverständlich ist es eine Möglichkeit für Investoren, die sich für ein Segment investieren, auch Retail-Investoren, sich an solchen Unternehmen zu beteiligen, indem sie einfach an der Börse Aktien kaufen. Es ist auch ein Marketing-Event oder ein Branding-Event. Ganz wichtig, bei Demandware war es beispielsweise so, dass wir einige sehr große Unternehmen hatten, die uns gesagt haben, eure Lösung finden wir klasse, aber als privates Unternehmen können wir nicht von euch kaufen. Wir brauchen ein Unternehmen, von dem wir sicher sein können, dass es nicht von Oracle oder IBM übernommen wird. Und das kann nur dargestellt werden, wenn ihr an der Börse seid. Und tatsächlich haben wir diese Unternehmen auch später als Kunden gewonnen. Also auch eine wichtige Funktion, um überhaupt an die richtigen Kunden, die Spitzenkunden ranzukommen für ein Technologieunternehmen. Ja, was hat das sozusagen für Folgen? Es ist nicht von ungefähr, dass die großen, bekannten Internetfirmen, die mehr oder weniger das Internet oder die kommerziellen Services dominieren, in den USA entstanden sind. Hier drin sind auch Seriengründer, also der Elon Musk hat sowohl PayPal als auch Tesla Motors als auch SpaceX gegründet. Es scheint also wirklich eine gewisse Systematik dahinter zu liegen, es ist nicht völlig zufällig. Und ich habe aber so zusammenzutragen aus meiner Sicht, was Technologieunternehmer wirklich brauchen. Sie brauchen zunächst mal Zugang zu einem großen Markt. Das ist natürlich in vielen Gegenden gegeben, in den USA, in Europa. Man braucht hervorragende Leute, nicht nur Ingenieure, auch Kaufleute, Marketing-Spezialisten, Designer. Exit-Opportunities sind natürlich extrem wichtig, wie wir hier auch alle wissen, denke ich. Venture-Kapital spielt eine immer größere Rolle, immer größere Investments werden gemacht oder sind nötig, um eine Firma praktisch zur Marktwirtschaft zu verschaffen, bevor sie in die Börse gehen kann. Es muss eine unternehmerische Umgebung da sein, die den Beruf des Unternehmers würdigt in gewisser Weise und die Ausbildung muss natürlich Unternehmertätigkeit auch erklären. Ich bin der Meinung, unternehmerische Fähigkeiten kann man trainieren, die kann man während des Studiums, ob man das dann tut oder nicht, ist etwas anderes, aber das Handwerkszeug kann man im Studium lernen. Ja, um das mal ein bisschen zu vergleichen, in den verschiedenen Regionen, Silicon Valley, Boston, New York, Berlin, ich erkläre kurz, warum ich die ausgewählt habe, es wird immer von den USA gesprochen, aber de facto handelt es sich um wenige sehr konzentrierte Orte, vorwiegend Silicon Valley und Boston und New York ist neu dazugekommen. New York ist erst seit 5-6 Jahren so ein Hotspot für Tech-Entrepreneurship und so eine ähnliche Entwicklung könnte vielleicht auch Berlin mal nehmen. Ja, ich versuche das mal ein bisschen zu beschleunigen hier. Also Marktzugang haben natürlich irgendwo alle, wobei der US-Markt den Vorteil hat, dass er neuen Entwicklungen offener gegenübersteht, dass dort die gleiche Sprache gesprochen wird, die gleichen Regeln gelten. Das ist in Europa nicht so ohne weiteres schnell zu machen, das ist eben so. Aber ich denke, es ist kein Hindernis, der europäische Markt ist zumindest groß. Berlin hat es dazu als Standort etwas schwerer, auch weil im Umland nicht wirklich viele Unternehmen sind, die Produkte kaufen. Zugang zu Talent, das ist natürlich am besten im Silicon Valley, nicht weil es dort die besten Ausbildungsmöglichkeiten gibt, sondern weil dort alle hinziehen, die gut sind. Das wird auch in Boston sehr beklagt, weil Großteil Unternehmer natürlich beim MIT oder bei Harvard ausgebildet werden. New York wächst aber die Attraktivität für Unternehmer dort etwas zu machen und eben auch in Berlin. Ich habe in Berlin viele Teams getroffen, wo die Hälfte aus den USA kommt oder aus Australien oder sonst irgendwoher. Also was für mich ein wichtiges Kriterium ist, ist, wie international ist das und Berlin hat da wirklich nimmt gerade die gleiche Entwicklung wie New York. Exit Opportunities ist selbstverständlich ein Problem. Venture Capital, ich komme noch ein bisschen dazu. Ich würde sagen, die kulturelle Frage, die vorhin kurz angesprochen wurde, wie unternehmerfreundlich ist Deutschland? Ich glaube, das kann man nicht direkt adressieren und das sollte man auch nicht versuchen. Das dauert zu lange. Ich würde dafür plädieren, dass wir, sagen wir mal, wirklich nur die Dinge machen, die unmittelbar die Situation verbessern und dann schauen wir mal. Und dazu zählt auf jeden Fall
die Exit Opportunities und Venture Capital. Und fangen wir mal mit den Exit Opportunities an. Dieses Slide ist so ein bisschen in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Unternehmern und auch dem Startup-Verband schon vor einem Jahr oder so zustande gekommen, ist auch ein bisschen in Zusammenarbeit mit der Deutschen Börse. Also hier ist mal die Wunschliste, ja, die aus der Sicht der Beteiligten Sinn machen würde. Also es müsste ein neues Segment der Deutschen Börse sein. Es müsste so ähnlich aufgebaut sein wie Nasdaq, auch was die Corporate Governance angeht. Name ist mir ehrlich gesagt egal, aber man könnte es durchaus noch Markt 2.0 halt nennen, denn der Track Record, positiv und negativ, der muss sowieso aufgearbeitet und erklärt werden. Da kommt, egal wie man es nennt, niemand drum rum. Wichtig wäre, dass das Handelsvolumen konzentriert wird, also dass Over-the-Counter OTC limitiert wird, dass es nicht an so vielen Börsen verteilt ist, sondern dass wirklich alles an einer Stelle ist und mit einer sehr hohen Liquidität hast. Wir brauchen Qualitätskontrolle, besser Qualitätskontrolle, aber da denke ich, da sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Institutionen viel besser ausgestattet als vor 17 Jahren. Ja, und die Börse muss natürlich was für die Liquidität tun. Und was wir immer gebrauchen können in so einer Situation ist Public Support, also Support durch die Politik unter anderem. Und zusammen, denke ich, können wir das machen. Es wurde viel geredet darüber, was macht man denn, um die Qualität sicherzustellen. Und hier ist ein bisschen aus unserer Sicht, aus meiner Sicht vor allem, wie müssen Kandidaten für den Börsengang aussehen, wie müssen diese Technologieunternehmen aussehen. Die müssten erstmal ein hohes Wachstum, ein hohes Umsatzwachstum zeigen können, von mindestens, ich sage mal, 30% pro Jahr. Die werden typischerweise Venture-Kapital finanziert, wobei das jetzt keine Bedingung ist. Natürlich ist das wichtig für den Standort Deutschland, aber es sollte offen sein für EU-Unternehmen, die aus anderen Ländern kommen. Und das sollte man eben auch mit den Zulassungsbedingungen und den Sprachen, die dort verwendet werden, entsprechend sicherstellen. Fokus wäre natürlich auf die Wachstumsbranchen der Technologie, wie Internet, Biotech, Medical und so weiter. Die Unternehmen sollten ein Minimum Umsatz haben, wenn es geht. Es sollte geprüfte Audit Financials geben, im Grunde genommen für die gesamte Historie des Unternehmens. Es sollte vorwiegend um Kapitalbeschaffung für Wachstum gehen und weniger um den Exit von Altinvestoren. Die sollten halt mit einem vernünftigen Lockup, ähnlich Nasdaq, 6 Monate sind üblich, belegt werden. Prime Standard Ready wäre eine gute Sache. Wichtig ist auch, dass die Qualität des Managements und speziell was den Aufsichtsrat angeht, so ist, dass die Corporate Governance-Themen wirklich exzellent gelöst werden. Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Teil, Venture Capital. Dazu möchte ich bemerken, ich habe mich selbst damit beschäftigt, was es bedeutet, einen institutionellen Venture Capital Fonds aufzulegen. Wie bereits mehrfach gesagt wurde, gibt es guten Zugang zu Seed Money, insbesondere in Berlin. Es gibt den HTGF. Es gibt alle möglichen Quellen, aber so bei 2 Millionen ist Schluss. Und wer 10, 20 oder über mehrere Runden 30, 40 Millionen einwerfen will, also Demandware hat zum Beispiel 63 Millionen Dollar gebraucht, bis es börsenfähig war, ja, der bekommt es in Deutschland nicht. Und ich habe mich gewundert, liegt es wirklich nur an den Exit-Möglichkeiten oder gibt es noch andere Schwierigkeiten? Und scheinbar gibt es die. Also zum Beispiel werden bei institutionellen VCs die Management-Fees der Verwaltungsgesellschaft mit einer Mehrwertsteuer belegt. Das ist also so ungewöhnlich, das gibt es noch nicht mal in Frankreich. Die einzigen Aroma. Und ja, es gibt noch ein paar andere Probleme letzten Endes. Carried Interest wird zwar im Moment praktisch ähnlich wie gewerbliche Erträge oder Kapitalerträge besteuert, aber es wird ständig diskutiert, ob man es nicht vielleicht wie ordinäres Einkommen versteuern sollte. Und solange diese Rechtsunsicherheit besteht, solange das jedes Jahr wieder auf der Agenda ist, Sie müssen sehen, so ein Venture-Capital-Fonds, der läuft 10 Jahre und hat Verleihungsoptionen in der Regel auf 14 Jahre. So eine Verwaltungsfirma, also professionelle VC, die gründet alle 2 Jahre so einen neuen Fonds. Das heißt, das Geschäftsmodell eines VC ist auf 25 bis 30 Jahre angelegt. Da kann man nicht jedes Jahr eine Rechtsunsicherheit haben, das geht schlichtweg nicht. Ja, und über die Verrechenbarkeit von Verlusten wurde schon gesprochen, das ist auch was unbedingt adressiert werden muss.
Und ja, also ich kann nur hoffen, dass die Probleme im Zusammenhang mit der EU irgendwie gelöst werden oder dass man sich von denen nicht schrecken lässt. Ich denke, wir brauchen dieses Venture-Capital-Gesetz dringend, zusammen mit den Exit-Möglichkeiten, sonst werden wir kein institutionelles Venture-Capital haben. Abschließend vielleicht noch ganz kurz eine ermutigende Beobachtung aus den wilden Jahren um den neuen Markt. Zwischen 1998 und 2001 gab es in Deutschland 70 bis 80 Venture-Capital-Firmen, die ihre Büros vorwiegend in München, teilweise auch woanders haben, die aus den USA kamen, aus Israel, aus Großbritannien. Und die haben sich damals hier tatsächlich stark engagiert. Die kommen auch wieder. Also hier geht es also weniger darum, es könnte passieren, dass, wenn wir diese Dinge alle tun, es wird auf jeden Fall passieren. Also wenn wir die Rahmenbedingungen korrigieren, haben wir auf jeden Fall institutionelles Venture Capital. Dankeschön.